Jeder vierte Flugzeugträger auf der Welt gehört den USA und die gesamte Deckfläche der amerikanischen Flugzeugträger ist mehr als doppelt so groß wie die aller anderen Nationen zusammen. Wenn es um Flugzeugträger geht, sind die USA unübertroffen. Und mit dem neuen 17 Milliarden Dollar teuren Superträger USS Gerald Ford würde das sogar noch mehr gelten, auch wenn andere Nationen versuchen mitzuhalten. Der 17 Milliarden Dollar teure USS Gerald Ford Supercarrier ist der führende Flugzeugträger seit mehr als 4 Jahrzehnten. Und sein Einsatz ist mehr als nur ein Treffen mit dem neuen Flaggschiff der USA. Es ist die Einführung der nächsten Generation von Flugzeugträgern in die Welt. Die nächste Generation von Flugzeugträgern wäre das ultimative Symbol für die militärische Macht der Streitkräfte, die sie einsetzen. Als mobile Version aller tödlichen Waffen und vollgepackt mit der modernsten Technologie könnten ganze Schlachten allein durch Einschüchterung gewonnen werden. Aber eine Handvoll anderer Nationen, wie die USA, entwickeln ebenfalls neue tödliche Flugzeugträger der nächsten Generation. Und es ist unsere Aufgabe, jeden einzelnen von ihnen im Detail zu betrachten, angefangen mit dem Schlagzeilenmacher. Die Gerald Ford-Klasse ist der Name für die Trägerklasse, die die neuesten und modernsten Flugzeugträger der US Navy hervorbringen soll. Für diese Klasse sind 10 Flugzeugträger geplant. 2 sind derzeit in Arbeit, während einer bereits fertiggestellt ist. Dieser ist der USS Gerald Ford Supercarrier. Die USS Gerald Ford war schon vor ihrer Fertigstellung der modernste Flugzeugträger der Welt und das zu Recht. Um ihn zu bauen, musste die US Navy die Arbeit an über 9000 anderen Projekten einstellen. Der Supercarrier hatte eine rekordverdächtige Verdrängung von 100.000 Tonnen und verfügte über unglaubliche 23 neue Technologien. 3 davon sind wahre Wunderwerke. Zum dritten: Kernkraftantrieb. Die USS Gerald Ford wird von 2 Bechtel A1B-Kernreaktoren angetrieben, den modernsten Motoren für den Einsatz auf dem Wasser. Dadurch kann der Flugzeugträger 25 Jahre am Stück ohne Auftanken fahren. Und mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 30 Knoten kann der Superträger jedes Land der Erde rechtzeitig erreichen, um Verbündete zu besuchen und Feinde zu vernichten. Zum zweiten: amerikanische Kampfjets und UAVs. Bis zu 75 Kampfjets und UAVs können auf der USS Ford jederzeit stationiert werden. Darunter ist auch das Lieblingskind der Marine, die F-35C Lightning II der 5. Generation, deren Entwicklungsprogramm mit rund 400 Milliarden Dollar das bisher teuerste Waffenentwicklungsprogramm des Pentagons ist. Das Ergebnis ist ein Kampfflugzeug, das alles kann. Luftnahe Unterstützung, vertikale Starts und Landungen und alles dazwischen. Und wenn das FAXX-Kampfflugzeug der 6. Generation einsatzbereit ist, verfügt die USS Ford bereits über die notwendigen Technologien, um es zu stationieren. Zum ersten: fortschrittliche Start- und Arretierungssysteme. Die USS Ford verfügt über ein elektromagnetisches Startsystem, das jeden Flugzeugtyp in kürzester Zeit in den Himmel katapultiert, sowie über ein Auffangsystem, das die Flugzeuge vor dem Absturz bewahrt, indem es sie zum Stehen bringt. Diese Systeme sind für 4.100 Starts und 16.500 Landungen ausgelegt, bevor es zu Ausfällen kommt. Diese Behauptung, so beeindruckend sie auch ist, wurde jedoch nicht bewiesen. Da Frankreich an ähnlichen Systemen arbeitet, stellt sich die Frage, wie die französische Fluggesellschaft abschneiden würde? Frankreich legt in Sachen Flugzeugträgerprogramm der nächsten Generation einen Zahn zu. Porte-Avions Nouvelle Génération, kurz PANG, das den 38 Tonnen Flugzeugträger Charles de Gaulle ersetzen wird bei den Franzosen. In nur 2 Jahren soll der Bau beginnen. Der Flugzeugträger PANG soll von 2 K22 Kernreaktoren angetrieben werden, die über 75% mehr Tonnage bieten als die Charles de Gaulle, die er ersetzen wird. Der 75 Tonnen schwere Flugzeugträger erreicht eine Geschwindigkeit von fast 27 Knoten und eine buchstäblich unbegrenzte Reichweite. Er könnte ewig fahren. Das nukleare Antriebssystem würde auch genug Energie für die Bordsysteme des Trägers liefern. Zu diesen Systemen gehören elektromagnetische Katapulte und Abfangvorrichtungen. Ein Flugzeug mit solchen Systemen wird wahrscheinlich erstmal die Rafale M sein, bis das neue, von Frankreich, Deutschland und Spanien entwickelte Kampfflugzeug der 6. Generation in Dienst gestellt wird. Ein Modell dieses Kampfflugzeugs wurde auf der Paris Air Show 2019 enthüllt. Kurz gesagt, ein wunderschönes Design, aber auch ein Rezept für Tödlichkeit.
Unbemannte Drohnen würden sie im Gefecht begleiten. Sie führen Teilaufgaben aus, die ihnen vom bemannten Jäger erteilt werden. Um dieses Team zu nutzen, ist die Pang so konzipiert, dass sie auch Drohnen aufnehmen kann. Abgesehen von den US-Flugzeugträgern wäre dies ein Alleinstellungsmerkmal. Zusätzlich zu den Drohnen und den bis zu 32 Kampfflugzeugen hätte der Flugzeugträger auch eine große Anzahl von Hubschraubern an Bord gehabt. Um all diese Systeme und luftgestützten Mittel zu bedienen, wird die Pang über 2000 Matrosen haben. All dies und noch viel mehr macht einen Preis von etwa 5 Milliarden Dollar aus. Auch China, das vom amerikanischen Verbündeten zum Gegner wird, hat seine eigenen Pläne für Flugzeugträger gemacht. China hat die zweitgrößte Flugzeugträgerflotte der Welt und der dritte Flugzeugträger, der Typ 003 Fujian, ist ein echter Hingucker auf Mandarin. Die Fujian wurde am 17. Juni 2022 vom Stapel gelassen und ähnelt dem amerikanischen Supercarrier. Allerdings verzichtet sie auf die Starthilferampen ihrer Vorgänger. Die Fujian ist erst vor wenigen Monaten vom Stapel gelaufen und wie bei jedem militärischen Flaggschiff sind noch nicht viele Informationen über sie veröffentlicht worden. Es gibt jedoch genug, um zu wissen, was der Flugzeugträger bieten könnte. Wie beim Amerikaner verfügt er über elektromagnetische Startsysteme, allerdings nur über drei im Gegensatz zu den vier amerikanischen. Die Fujian hatte einen konventionellen Antrieb auf Dampfturbinenbasis, der einem nuklearen Antriebssystem unterlegen ist. Die Fujian hatte eine Verdrängung von 80.000 Tonnen und ist damit 20% leichter als die 100.000 Tonnen der Ford. Mit dieser kleineren Größe geht auch ein kleineres Luftgeschwader einher, wobei die Anzahl der unterstützten Flugzeuge noch unklar ist. Die chinesische Marine hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten für Missionen. Mit elektromagnetischen Startsystemen können praktisch alle Arten von Flugzeugen von der Fujian abheben. Die Fujian ist der erste einheimische chinesische Flugzeugträger, der die Hauptrolle im Kampf um die Vorherrschaft unter den Flugzeugträgern spielt. Und das ist ein wichtiger Meilenstein in der Baugeschichte Chinas und ein Meilenstein des chinesischen Militärs. Aber nicht weit entfernt machte auch einer von Chinas engsten Nachbarn große Fortschritte in Sachen Flugzeugträger. Gemeint ist Südkorea. Die südkoreanische CVX ist ein Flugzeugträger, der für die Marine der Republik Korea entwickelt wird, ihr erster überhaupt. Der CVX ist das Ergebnis eines im Jahr 2001 begonnenen Erneuerungsprogramms der Marine der Republik Korea. Dieses Programm wird als Hochseemarine bezeichnet und war verantwortlich für die modernsten südkoreanischen Seestreitkräfte, wie die Sejong The Great-Klasse, die Chungmugong Yisun-Sin-Klasse, die Fregatten der Incheon-Klasse, die U-Boote vom Typ 214 und die amphibischen Angriffsschiffe der Dokdo-Klasse, auf denen der Flugzeugträger CVX basiert. Die CVX wird über ein axiales Flugdeck verfügen, ähnlich wie die Schiffe der Tarawa, WASP und Amerika-Klasse der United States Navy. Im August 2020 bestätigte Südkorea, dass 20 F-35B für die CVX beschafft werden sollen. Im Bereich der Drehflügler wird das Schiff die zukünftigen Marineangriffshubschrauber des Marinekorps der Republik Korea beherbergen. Der 45.000 Tonnen schwere Flugzeugträger erreicht 27 Knoten und wird 1,8 Milliarden Dollar kosten. Die CVX soll 2030 in Betrieb genommen werden und 2033 starten. Damit würde Südkorea zusammen mit China, Japan, Indien und Thailand zu den Flugzeugträgernationen des asiatischen Kontinents gehören. Südkorea, China, Frankreich und die USA sind also vier der wichtigsten Nationen, die ihre militärische Macht über die Meere ausbauen wollen. Die 2030er Jahre, wenn die meisten dieser Maschinen in den Einsatz gehen werden, dürften interessant werden. Aber bis dahin, wenn die Flugzeugträger tatsächlich gegeneinander antreten können, legen die Papiere und Theorien und Berechnungen nahe, dass die tödlichsten Flugzeugträger die amerikanischen Gerald Ford Supercarriers sind, von denen der erste bereits eingesetzt wurde. Ein Flugzeugträger der Zukunft. Um den Einsatz des zweiten zu beschleunigen, abonniere diesen Kanal und gib diesem Video ein Like und wir werden sehen, was wir tun können. Danke fürs Zuschauen.